Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, und ich wollte nochmal ein Video machen über Red Pill. Wird natürlich wieder Leute aufregen aus der Szene, weiß ich jetzt schon. Die heulen sich ja schon in Schlaf, wenn sie bei mir geblockt werden, weil sie mein Following beleidigen, aber Gott, ist es eben, also man kann ja alles Mögliche bei mir schreiben, aber wenn man sich, ja, immer meine Follower beleidigt, dann fliegt man bei mir halt raus, so ist das halt, ne? Was ist Red Pill? Ja, ich denke, das haben schon viele schon mal gehört, also kommt auch, das könnten die natürlich jetzt besser erklären, aber aus meiner Sicht kommt das halt aus der Pickup Seduction Community, also diese Idee, ja, wir wollen nicht mehr so die Nice Guys sein, wir reißen jetzt Frauen auf mit irgendwelchen Tricks oder Manipulationen. Und ja, Red Pill kommt ja aus diesem Matrix-Film, ist diese Analogie, sozusagen Aufwachen zur Realität, dass es eben im Dating nicht so ist wie bei Rosamunde Pilcher, sondern ja, das ist sexueller Marktplatz ist hier, wo in harter Währung bezahlt wird, nämlich in dem sexuellen Marktwert. Und ja, den können Männer halt hochbringen durch Status, Aussehen, keine Ahnung. Und die Sicht auf Frauen ist da schon sehr negativ. Im Grunde genommen, ja, werden Frauen so ab 25 schon nicht mehr so richtig als Frauen gesehen und mit Kindern schon mal gar nicht. Und ja, es ist eigentlich, wenn man mal hier meine Sachen mit 3D, 5D-Beziehungen, wenn man sich das mal anguckt, ist das so 3D des Grauens, Red Pill. Das ist wirklich eigentlich so ein Aufgeben, dass es überhaupt irgendwie sowas wie Liebe geben könnte, was dann wo es in Richtung 5D-Beziehungen geht. Und ja, dass man eigentlich Menschen einfach nur, ich finde, so als ein Stück Fleisch sieht und versucht irgendwie durchzukommen durch dieses Leben so, ne? Jetzt muss man natürlich sagen, fairerweise, ich versuche ja auch immer fair drauf zu gucken, dass durch diese, ja, Schattenseiten des Feminismus, sag ich mal, ich bin jetzt auch mal länger auf Twitter, da kann man es wirklich viel sehen. Und auch durch falsche Darstellungen von Datingprozessen in den Medien, eine Kultur, wo ja richtigerweise Frauen, glaube ich, mehr gesehen werden, weil Männer sich häufig nicht mehr gesehen fühlen, Männer sich das Gefühl haben, sie dürfen eigentlich gar nichts mehr, keine Frau mehr ansprechen, ich weiß nicht was, ist immer gleich alles toxische Männlichkeit. Dass sich da jetzt Gegenbewegungen entwickeln, ja, ist, glaube ich, vorprogrammiert. Und man muss auch fairerweise sagen, das ist natürlich auch ein Kern, also dass es auch ein Teil der Realität ist, dass es sowas gibt, wie, ich habe das ja eigentlich, ich denke, ich habe die positiven Teile, gibt es bei mir da ja, also da stehe ich ja auch zu Polarität, Mann-Frau-Polarität, beziehungsweise männliche, weibliche Energien, Polarität kann es natürlich auch in homosexuellen Beziehungen geben und ja, dass es so stammesgeschichtlich bestimmte Sachen gibt, die man beim Dating berücksichtigen kann. Ja, klar, nur rutscht das dann wirklich in so eine absolut, vielleicht nicht bei jedem im gleichen Maße, aber rutscht bei vielen einfach so eine total frustrierte, ich weiß nicht, was sie mit Frauen erlebt haben, total frustrierte Art auf Frauen zu gucken, die sehr frauenfeindlich, frauenverachtend ist und wie man damit gute Dating-Ergebnisse erzielen soll, weiß ich nicht. Ne? Weiß ich nicht, ist das die Lösung, Frauen irgendwie nur so ein wie so biologisches Ding zu sehen und ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo wirklich noch schlecht zu behandeln und so. Und meiner Ansicht nach macht das ein ganz schlechtes Lebensgefühl. So, das ist so, also sich auf, kann ich auch nochmal wieder zu machen, auf Seiten der Frauen auch, da ist es so diese, alle Männer sind Narzissten, Szene, alle Männer sind böse und also da gibt es auch, oder auch dieser, wenn ich es mal so sagen darf, toxische Seiten des Feminismus gibt es da genauso und beide diese Gruppen sorgen halt dafür, ja, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass es immer mehr,
also diese Spaltung verschärft wird, ne, auch zwischen den Geschlechtern, ne, dass man, so es kann nur einer gewinnen, das sind ja diese ganzen 3D-Ideen, ne? Es kann nur einer gewinnen, nur einer ist der Stärkere, es geht um Macht, es geht um Ego, man muss sich irgendwie durchsetzen, es gibt nur ein Wasserloch und da können nur so und so viel dran Wasser trinken und ja, und das führt meiner Ansicht nach zu toxischen Kurzbeziehungen, wo man halt nur das fokussiert, Kompatibilität ist einem vielleicht scheißegal, wo man total frustrierten, negativen Blick auf Frauen, auf Dating allgemein hat und das schafft natürlich auch eine eigene Realität. Dann macht man natürlich weiter schlechte Beziehungserfahrungen, beziehungsweise hat vielleicht mal One-Night-Stands oder Kurzbeziehungen und so, keine Ahnung. Ist dann aber unglücklich, weil das Emotionale nicht befriedigt wird und fühlt sich dann aber auch weiter bestätigt. Das ist so das Problem in dieser Red Pill-Sicht, weil es hat ja wieder nicht funktioniert oder es geht ja wieder nur um Indoor-Olympics und keine Ahnung und fühlt sich ja bestätigt und bleibt dann in diesem Kaninchenbau, um auch mal so ein Wort zu benutzen und verläuft sich da eigentlich immer weiter. Ne? Und das finde ich gerade für junge Männer teilweise echt schade und auch ein bisschen gefährlich. Und ich denke, das kann sehr negative Auswirkungen haben, auch auf lange Dauer, auch auf die eigene Sicht, auf sich selber vor allen Dingen. Ne? Die wird ja auch nicht besser dadurch. Ne? Und deswegen sehe ich das enorm kritisch und wie gesagt, da sind viele Sachen drin, die so als einzelnes Faktum vielleicht interessanter Baustein sind, aber wenn die eingebaut sind in so eine Intention von Frauen sind eigentlich scheiße und alles geht nur Kampf und es muss nur, alles diese ganzen Ego-Themen, muss mich durchsetzen. Und ich weiß nicht, also, wie die das dann sehen. Also, die Grundannahmen sind ja, dass Männer halt polygam sind, die wollen am liebsten halt so ein Harem haben und Frauen sind hypergam, das heißt, die wollen möglichst weit nach oben daten, also statusmäßig und jetzt ist natürlich so, ich meine, ob selbst das schon stimmt, weiß ich nicht. Also ich sehe das halt so, wir haben, beziehungsweise ich denke so in der Art, denke ich, stimmt es nicht. Wir haben halt zwei Fortpflanzungsstrategien als Menschen, stammesgeschichtlich und eine ist eben, sowas wie serielle Monogamie und eine ist eben sowas wie Fremdgehen. Ja, das ist richtig. Und natürlich, gibt's Gesellschaften oder gibt's sicherlich Männer, die extrem viel Erfolg haben, die vielleicht sowas haben wie mehrere Freundinnen und so, klar. Aber dass das jetzt der Normalfall ist und das der einzige Weg zum Glück ist und dass Frauen eigentlich einen immer nur verlassen, wenn man nicht genug Status hat und sowas wie, ich darf in der Beziehung vielleicht auch mal Gefühle zeigen oder darf mich auch mal von der weicheren Seite zeigen, das geht ja alles nicht, weil da bin ich ja schon wieder verlassen und bin nicht cool genug und wie gesagt, ich finde, man fokussiert sich sehr so auf die toxische Seite von Beziehungen, kann man auch machen, nur darf man sich nicht wundern, wenn man entsprechende Ergebnisse kriegt und wie gesagt, das ist jetzt nicht vielen Punkten sind da, ist das ein Teil sicherlich, kann ich sagen, dass da jetzt alles falsch ist, aber wenn du nur das siehst, nimmst du eigentlich das Schöne von Beziehungen, nimmst du da eigentlich raus irgendwie so, ne? Das Vertraute, jemand vertrauen, hochqualitative Frauen, hochqualitative Männer finden, mit denen man beides leben kann, irgendwie eine spannende Sexualität und eine schöne Beziehung, das nimmst du dir raus, weil du sagst, eigentlich gibt's nur dieses Toxische so und ich muss mich da irgendwie durchfühlen. Und wenn dann die Leute denken, Männer wollen ja alle, ich muss jetzt auch mal ein Harem haben, wie mache ich das denn? Dann sage ich das dann der Frau, dass ich versuche, auch andere zu daten oder mache ich das womöglich heimlich? Das frage ich mich immer, ne? Und denke mir dann, ja, weil die Frauen sind ja eh schlecht, dann kann ich ja auch muss ich auch nicht ehrlich sein, mache ich auch mein Ding, ist mir noch scheißegal und ich weiß nicht, ob das nicht so dieses Minuspolige in Männern noch verschärft auf eine wirklich ungünstige Weise. Wie gesagt, ich könnte jetzt das gleiche Video über bestimmte Anteile von Frauen machen,
gut, jetzt ist es mal über Red Pill. Da gibt es genauso Gruppen, die, glaube ich, einen ganz ähnlichen Einfluss haben. Sehe ich genauso kritisch. Aber ja, ich, wie gesagt, das fördert meiner Ansicht nach so ein Dating aus dem Ego. Und ich weiß nicht, ob die alle der Versuchung, es fällt uns da so zwischen Einschläge noch, Versuchung widerstehen können, in so ein unfaires, extrem minuspoliges Verhalten zu gehen, weiß ich nicht. Ne? Und ja, ich sehe da viel Frust, ganz viel Frust, wahrscheinlich scheiß Erfahrungen im Leben gemacht und kommt dann so eine harte Haltung, wie gesagt, das sehe ich bei vielen Frauen auch. Und ja, ich finde, es geht darum, darum geht es ja auch in meinem neuen Buch, dass wir mehr ins Herz kommen, ne? Und trotzdem natürlich klare Grenzen haben und trotzdem natürlich uns die Beziehung aussuchen, die wir wollen, trotzdem natürlich anerkennen, dass sowas wie Polarität gibt und Rosamunde Pilcher-Welt so in der Form nicht existiert. Ja, das würde ich auch sagen, aber ohne Herz ist das alles Kacke. Meiner Meinung nach. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.